Otte, Sie sind nicht nur deutscher Staatsbürger, sondern seit 2005 auch amerikanischer Staatsbürger. Haben Sie den Wohnsitz in New Jersey nicht mehr? Nein, den habe ich nicht mehr. Ich bin in Deutschland. Aha. Aufgewachsen bin ich im Sauerland. Jetzt lebe ich in der Eifel. Zum Glück ist meine Vita alles andere als geradlinig und das entspricht der Natur. Genau so lief mein Leben. Ich habe gerne in den USA studiert. Meine amerikanische Staatsbürgerschaft, die ich neben der deutschen habe, trage ich mit Stolz. Bis heute habe ich Freunde auf der ganzen Welt und denke in internationalen Zusammenhängen. Doch ich weiß immer, wo ich herkomme, wo ich hingehöre und wem gegenüber ich verpflichtet bin. Wenn Sie eine Kartoffel in die Erde stecken und irgendwann kommen zwei wieder raus, dann lernen Sie Demut vor der Natur. Die Natur zeigt uns, dass gutes Investment langfristig gedacht sein muss, dass es kein endloses Wachstum geben kann und kein individuelles Gedeihen ohne eine intakte Gemeinschaft drumherum. Als erfolgreicher Unternehmer war die Natur stets mein Lehrmeister. Als Bundespräsident wäre ich immer darauf bedacht, überparteilich zu agieren. Zuhören statt abstempeln, den Mut stärken und nicht mit Angst spielen, versöhnen statt spalten. Wie es Johannes Rau sagte, Deutschland, das sind wir alle.